Ich bin ein Gärtner des Lebens. Ich liebe es zu kultivieren. Ich liebe es, wenn es wächst. So eine Partei ist ein soziales Lebewesen. Weil wenn du willst, dass Gutes wächst, dann musst du dich kümmern. Dann musst du studieren, wie ist der Boden beschaffen? Was braucht es an Dünger? Muss ich was aufackern? Wo kann ich Gutes tun? Und dann stehst dabei und siehst, wie das Leben in die Entfaltung geht. Neos. 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 Überraschung des Abends sind die Neos. Mit 5% durchaus überraschend den Sprung ins Parlament geschafft haben. Sie reiten hier ein totes Pferd. Frau Gesundheitsministerin, was ist mit Ihnen? Das ist nicht okay. Lost in time and lost in space. Wir haben uns damals nicht mehr ausgehalten. Wir waren ein paar hundert Leute am Anfang und uns alle hat verbunden diese Wut geradezu auf den Stillstand. Und wir haben gesagt, es geht besser. Das geht anders und dann sind wir aufgebrochen. Neos ist viel mehr als eine Partei. Neos ist eine Haltung. Das hat was mit unseren Grundwerten zu tun. Mit der Freiheitsliebe, mit der Eigenverantwortung, mit der Nachhaltigkeit. Wir sind im Kampf gegen den dumpfen, seelenlosen Nationalismus, der wie eine Krake um sich greift. Und dem werden wir die Stirn bieten. Weil wir sind viele. Wir sind jeden Tag mehr. Wir kultivieren hier gemeinsam das Gute in Österreich. Wir sind Gärtner des Lebens. Und du bist es auch.